Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Emergency 5 Deluxe Edition. Ja Leute, ich hatte vor ein paar Tagen Facebook nachgefragt, worauf ihr so Lust habt, was man so in den nächsten Tagen und Wochen so spielen können, da ja nicht mehr ganz so viel los ist, wenn es jetzt hier auf den Dezember zugeht. Und da hatte ein Zuschauer geschrieben, yo Beam, guck dir doch mal Emergency 5 an, das könnte dich vielleicht interessieren, das kommt jetzt neu raus und so und ja, das machen wir hiermit jetzt sozusagen. Ich sozusagen so ein Echtzeitstrategiespiel, wo man Feuerwehr, Polizei etc. steuert und sich um Unfälle kümmert. Und das alles ist auch als Setting in Deutschland angesiedelt, was ich sehr, sehr cool finde. Und allgemein finde ich das die Idee erstmal sehr, sehr interessant. Und man merkt das auch schon und man sieht das auch, man sieht das nicht, aber man merkt es gerade, wie ich erzähle. Das ist auch der erste Ableger, den ich jetzt von der Serie spiele, auch wenn es schon der fünfte Teil ist. Also mal gucken, für mich ist das jetzt wirklich eine komplett neue Erfahrung. Ich bin auch mal gespannt, wie es mir gefällt, natürlich dann auch, wie es euch gefällt. Und ich sage es jetzt schon mal, wenn ihr wollt, dass ich dazu wirklich noch mehr mache, dann denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback und je nachdem, wie das ausfällt, werde ich jetzt vielleicht auch gerade zum Wochenende hin das ein bisschen intensiver vielleicht betreiben. Vorausgesetzt natürlich, es macht mir jetzt ja auch Spaß. Ne? So gut, ich habe nämlich auch schon ein kleines Problemchen mit dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder am Spiel selbst. Ich werde aber später jetzt drauf eingehen. Wir starten jetzt erstmal mit der Kampagne, weil ich habe jetzt ja schon genug rumgequatscht. Legen wir los. Willkommen zum Einsatzleitertraining in Ihrem neuen Einsatzgebiet München. Ich bin Ihr Supervisor und ich begleite Sie durch Emergency 5. Hallo, Herr Supervisor. Cool. So, und wie er schon gesagt hat, der erste Einsatzort ist München. Es gibt hier auf jeden Fall noch mehr Städte. Wie gesagt, alle in Deutschland. Es gibt auf jeden Fall noch Berlin. Und dann gibt es noch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Köln und oder Hamburg. Das ist schon wieder eine Vorbereitung Creme de la Creme von meiner Wenigkeit. Aber wie gesagt, wir steigen jetzt hier komplett blind ein. Wir gucken es uns einfach mal an. Dieses Kampagne fortsetzen stand nur da, weil ich vorhin ganz kurz reingeschaut hatte wegen den Soundeinstellungen. Und weil ich auch ein bisschen Probleme mit der Performance hatte. Aber darauf werde ich dann später eingehen. Wir genießen jetzt erstmal das wunderschöne München. Das muss ich auch als Leipziger anerkennen. Das ist ja doch eine schöne Stadt. Hat auch ein schönes Umland. Und ein Zeppelin. Das haben sie schon schön gemacht. Also ich habe das Problem jetzt, das ist noch eine gerenderte Videosequenz. Vielleicht kommen wir auf Originalgrafik. Das sieht zwar immer noch genauso gut aus, aber es ruckelt in der Aufnahme wie Pötte, wie whatever, ich weiß es nicht. Aber gleich mehr dazu. So. Hier ist Ihr erster Einsatz. Feuer auf einer Baustelle. Ihre Aufgaben werden in der Aufliste angezeigt. Achten Sie auf die Liste, dann wissen Sie immer, was zu tun ist. Alles klärchen, Bärchen. Um das Geschehen genauer beobachten zu können, können Sie die Kamera mit dem Mausrad näher an das brennende Objekt heranbewegen. Wenn Sie die Kamera nach links oder rechts schwenken wollen, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts. So, man sieht das schon, ne? Es ist ruckelt leider ein bisschen. Ich habe auch jetzt wirklich mit den Grafikeinstellungen rumgespielt. Es hat alles nichts gebracht. Es läuft immer konstant, wenn ich nicht aufnehme mit 40 Frames. Und wenn ich aufnehme, ganz egal welches Aufnahmeprogramm ich benutze, ich habe jetzt alles probiert, was ich da habe, gehen die Frames runter auf, so 17 sind sie jetzt gerade. Ne? Also müssen wir damit jetzt erstmal irgendwie klarkommen. Ich hatte das Problem noch nie in der Form. Also ich hoffe, dass dann noch irgendwann ein Patch kommt, dass die Performance noch ein bisschen verbessert wird, weil meine Kiste müsste das eigentlich alles easy packen. Aber egal, sieht auch trotzdem erstmal alles sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Ich mag nämlich die Optik sehr gerne. An der Performance kann ja noch irgendwie geschraubt werden. Wir werden ja sehen, wie sich entwickelt. So gut, die Kamera muss schon ein bisschen wackeln hier. Wackel, wackel, wackel. Hallo? So, haben wir jetzt alles? Gut. Ja. Wir brauchen einen Rüstwagen mit Feuerwehrmännern. Wir müssen ihn aus der Emergency-Basis gleich nebenan holen. Okay. Klicken Sie auf das Feuerwehrfahrzeug-Symbol. Wählen Sie den Rüstwagen aus. Eine von allen Einheiten in der Basis, alles klar? So. Holen Sie jetzt den Rüstwagen ins Einsatzgebiet. Klicken Sie erst auf das Senden-Symbol und dann mit der rechten Maustaste auf den markierten Knopf. Ist in Arbeit. Ich mag wirklich total gern die Optik, muss ich sagen, Leute. Das ist voll so Matchbox-Modell Eisenbahn-mäßig irgendwie, finde ich. Voll schön. Also die Grafik an sich mag ich. Performance müssen noch ein bisschen besser sein. Na mal gucken. Klicken Sie jetzt auf das blinkende Symbol Aussteigen in der Aktionsleiste des ausgewählten Rüstwagens. Alles klar, das dürfte das hier dann sein, was so blinkert. Was geht's? Aussteigen bitte. Verstanden.
Okay, wunderbar, jetzt hören Sie. Gut, um den Brand zu löschen, muss ein Feuerwehrmann... Genau. Klicken Sie jetzt auf das blinkende Symbol Löschschlauch in der Aktionsleiste des ausgewählten Feuerwehrs. Erwarte Befehle. Wow, das sind Brüder. Guck mal, Leute. Leo Becker, Alexander Becker, ja? Tom Winkler. Okay, er gehört nicht dazu. So, Schlauch. Bin dabei. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die brennende Palette. Kein der Problem. Feuerwehrmann wird den Schlauch automatisch an einem Hydranten anschließen und mit dem Löschen beginnen. Okay. Wow! Ein Tipp. Oft ist das Kühlen von Objekten in der Nähe eines Feuers genauso wichtig wie das Löschen des Feuers selbst. Damit verhindern Sie, dass sich Brände ausweiten. Erwarte Befehl. Rüsten Sie einen weiteren Feuer. Zu Befehl. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fässer neben der brennenden Palette, Verstand. Um sie zu kühlen. Alles klar. Der Feuerwehrmann führt die Aktion dann automatisch durch. Okay. Aber man muss ja wirklich sagen, wie die Figuren animiert sind und wie das alles aussieht, das ist ja herzallerliebst, Leute. Das gefällt mir. So, super. Jetzt sind hier beide wunderbar am Löchen. Ein Bäcker hat aber noch nichts zu tun gerade. Und das ist natürlich jetzt nur Einführung. Das ist jetzt nur ganz simpel. Da kommen viel krassere Unfälle dann, Leute. Das ist ja nur ein kleiner Brand. Aber ich brauche das unbedingt, weil, wie gesagt, ich habe ja noch keine Teil davon gespielt. Das ist erstmal ganz gut zum Reinkommen. Hätten wir. Hervorragend, Sie haben den Brand gelöscht. Dankeschön. Lassen Sie jetzt Ihre Feuerwehrmänner wieder in den Rüstwagen einsteigen. Okay. Wählen Sie dazu erst einmal alle Feuerwehrmänner zusammen aus. Linke Maustaste gedrückt halten und einen Auswahlrahmen um alle Feuerwehrmänner. Ja? Gut. Jetzt mit der rechten Maustaste auf den Rüstwagen klicken. Bin dabei. Sie haben den Rüstwagen mit ausgewählt. Ziehen Sie den Auswahlrahmen nur um die Feuerwehrmänner. Hab ich doch. Perfekt. Hab ich doch hier korrigiert. Im Einsatzgebiet hat sich soeben ein Verkehrsunfall ereignet. Orientieren Sie sich an der Übersichtskarte unten links. Ja. Was für ein Zufall. Ihr Rüstwagen und die Unfallstelle sind auf der Übersichtskarte markiert. Okay. Klicken Sie jetzt auf der Übersichtskarte die Unfallstelle an. Die Kamera wird dann dorthin bewegt. Versuchen Sie es. Wie heißt denn der Typ eigentlich? Der hat sich nur als Supervisor vorgestellt, hat er nicht mal seinen Namen genannt. Das ist eigentlich ziemlich unhöflich. Und guck mal, da liegt ein Fußball drauf. Aber mit dem können wir leider nicht interagieren. Schade, schade, schade. So. Sie können die Kamera natürlich auch selbst über das Einsatzgebiet bewegen. Ah, sehr cool. Gehen Sie mit dem Mauszeiger an den Bildschirmrand. Die Kamera wird sich dann in die entsprechende Richtung in Bewegung setzen. Okay, WASD geht auch. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, wenn die Kamera sich schneller bewegen soll. Ha? Versuchen Sie es. Hui. So. Okay. Okay. Der Fahrer des Fahrzeugs ist verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Sie müssen ihn mit einer Rettungsschere aus dem Wrack befreien. Mhm. Senden Sie Ihren Rüstwagen zur Unfallstelle. Wählen Sie Was ihn geht's? Per Linksklick aus, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den markierten Bereich an der Unfallstelle. So, hier muss es ungefähr sein. Hier. Alles klar. Also auch wenn ich mich jetzt wieder wiederhole, aber die Optik, die finde ich total super. Lassen Sie Ihre Feuerwehrmänner aussteigen und rüsten Sie dann einen von ihnen mit einer Rettungsschere aus. Alles klar, okay. Kein Problem. So. Was geht's? Kein Problem. Okay, jetzt können Sie den verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Unfallfahrzeug. Okay. Na dann, mein lieber Tom Winkler, zeig mal, was du drauf hast mit der Schere. Er war früher mal schon der Beste im Kindergarten beim Formausschneiden, deswegen ist das sein Job, Leute. Ich finde das gerade wirklich witzig, muss ich sagen. Ich mag auch wirklich die Animationen und alles. Das ist doch dann sehr schön. Es wäre nur cool, wenn irgendwann noch ein Patch käme, dass die Performance noch ein bisschen verbessert wird. Aber es lässt sich erstmal noch so spielen. Es ist ein Strategiespiel, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht ganz so flüssig läuft. Jetzt auch in der Aufnahme. So, dann holen wir den mal raus, den armen Typen hier. Alter, wie ist denn der dagegen gefahren? Hier, von wo ist denn der gekommen? Von hier. Okay. Gut. So. Der Fahrer ist verletzt. Er benötigt einen Notarzt. Holen Sie ein Notarzt-Einsatzfahrzeug mit Notarzt. Ja.
Stell dich doch lieber erstmal vor, oder habe ich das verpasst, wo er seinen Namen genannt hat? Vielleicht hat er ja auch seinen Namen genannt. Auf jeden Fall erklärt er alles sehr idiotensicher. Wird gemacht. Finde ich gut sowas. So, nur dazu ist unterwegs, Leute. Können wir den jetzt schon irgendwie was mit dem machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nur das aussteigen lassen, links liegt auf blinkendes Symbol aussteigen. Okay, das ist wirklich alles Step by Step hier. Was haben wir denn hier? Frankenkiosk? Oh, ich habe Hunger, Leute. Ich hätte jetzt schon Bock auf eine leckere Wurst oder so, muss ich ehrlich sagen. Aber egal. Erstmal müssen wir jetzt hier den einen Typen retten. So, da ist er, da ist er, da ist er. So. Ist in Arbeit. Nun, aussteigen. Gut. Wählen Sie den Notarzt und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den verletzten Fahrer. Ja. Der Notarzt wird den Patienten untersuchen, eine Diagnose stellen und ihn dann behandeln. Jawohl. Okay. Ist ja klar, dass ich, bevor ich ihn da hinschicke, um ihn zu retten, was zwar wertvolle Sekunden sind, höre ich mir erstmal an, was er zu erzählen hat und das Superweise. So. Was ist mit dir? Du lässt dich gerade feiern, hä? Mit einer Schere. Was haben wir denn hier noch alles? Der Gesundheitsbalken des Patienten ist rot und nicht ganz gefüllt. Okay. Der Patient ist verletzt und nicht transportfähig. Während der Behandlung wird der Gesundheitsbalken aufgefüllt. Sobald der Balken komplett voll ist, kann der Patient abtransportiert werden. Okay, also Sanitäter macht jetzt eine Art Heilzauber mit seinem Werkzeug hier. Sorry, das war ein Spaß. Aber ich muss sagen, ich finde das gerade witzig. Ich mag solche Spiele. Ich frage mich gerade echt, warum ich jetzt erst auf die Serie komme, muss ich ganz ehrlich sein. Weil die Vorgänger sollen auch ganz cool gewesen sein, auf jeden Fall. Gut gemacht. Der Patient ist jetzt transportfähig. Wunderbar. Holen Sie ein Rettungstransportfahrzeug mit einem Sanitäterteam. Oh, das hätte man doch schon davor machen können, meine Güte. Was ist denn das bitte für eine Vorbereitung hier? Okay. Ist in Arbeit. Also ganz ehrlich, die hätten ja auch mal gleichzeitig kommen können. Oder den hätte man ja gleich mal mit dem Rettungswagen transportieren können, den einen Sanitäter. Aber egal. Ich habe auch absolut keine Ahnung, wie das im Real Life organisiert wird. Aber wahrscheinlich nicht so, dass jetzt erst der Abholwagen kommt, oder? Würde ich mal schätzen. So, wir können mal ein bisschen noch die Stadt hier erkunden währenddessen. Ich weiß gar nicht, wo unser Auto ist. Kann ich da drauf drücken? Ach, da ist es. Ah, da ist es, ist ja schon da. Okay, krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Aussteigen bitte. Ist in Arbeit. So. Sehr gut. Was geht's? Wählen Sie jetzt das Sanitäterteam aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Patienten. Ja. Das Sanitäterteam bringt den Patienten dann mit dem Rettungstransportfahrzeug ins Krankenhaus. Alles klar. Also worauf ich vor allem mal gespannt bin, das ist ja wirklich jetzt nur ein total simpler Unfall, wenn da mal richtig krasse Unfälle passieren mit ganz vielen Verletzten und ein richtig Riesenbrand etc. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, was die sich da alle so ausgedacht haben und wie sich das dann so koordinieren lässt. Da freue ich mich richtig drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann mach rein damit. Okay. Und dann fährt er weg. Jetzt müssen wir uns noch um das Unfallfahrzeug kümmern. Alles klar. Es ist nicht mehr fahrbereit, muss also abgeschleppt werden. Okay. Holen Sie einen Abschleppwagen und transportieren Sie das Unfallfahrzeug ab. Oh, das hätte man doch alles schon davor machen können. Aber gut, es ist ein Tut, Leute. Wird erledigt. Da wird ja alles Step by Step erklärt. Das ist auch gut so. Das Einzige, was wir noch nicht gebraucht haben bislang, ist die Polizei. Ja? Aber die müssen wir bestimmt auch noch irgendwie holen. Das Abschleppwagen. Da ist es unterwegs. Da ist immer noch der Fußball hier oben. Das wäre ein witziges Easter Egg, wenn man hier draufklicken könnte und der Fußball wird weggeschossen. Direkt in den Kopf von irgendeinem Zivilisten oder Passanten und schon wieder ein Unfall. Wenn Sie den Abschleppwagen ausgewählt haben, reicht ein Rechtsklick auf das Unfallfahrzeug, um es abzutransportieren. Ja. So, dann bringt das mal weg hier, das ramponierte Auto. Also mit den Animationen haben sie sich wirklich Mühe gegeben, da kann man sagen, was man will. Ja. Schade, dass ich jetzt niemand anderes steuern kann gerade, aber das, wie gesagt, das ist ja wirklich jetzt erstmal nur eine simple Einführung. So, hätten wir. Gut. Sie haben den Einsatz erfolgreich beendet. Juhu! Senden Sie Einsatzpersonal und Einsatzfahrzeuge zurück zur Einsatzbasis. Dort werden Ihre Einheiten automatisch wieder fit gemacht, wenn Sie während eines harten Einsatzes mal in Bedrängnis geschwächt worden sind. Alles klar.
Ja, ich meine, bei mir werden die alle hart drangenommen. Das wird Wählen auf jeden Fall Sie notwendig eine sein. Einsatzkraft per Linksklick aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das passende Einsatzfahrzeug. Bin bereit. Dann steigt die Einsatzkraft automatisch ein. Alles klar. So. Bin dabei. Ja. Ich mag auch die Sounds, die sind super. So. Wie, du steigst da jetzt, bist du jetzt in den Kofferraum eingestiegen? Ah ne, okay, da hat er nur im Kofferraum was reingelegt. Alles klar, okay, dann bin ich ruhig. Bin bereit. So, ins Hauptquartier zurück, bitte. Arbeit. Bin bereit. Genau so. Hey. Ach so, die müssen noch einsteigen, Moment. So. Dum, 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 dum. Ja? Alex Becker, Verstand. Wieder rein. Erwarte, Leo Becker, bitte in auch. In Ordnung. Meine zwei Brüder. So, Hauptquartier. Kein Problem. Tja, die wollten als Kinder, haben sie immer schon Feuerwehrmann gespielt zu zweit, ne? Und gerade aus dem Traum ist was wir einen geworden. Notruf. Überfall What? Auf Supermarkt. Finden Sie den vermummten Täter und nehmen Sie ihn fest. Klicken Sie auf das blinkende Symbol in der Aufgabenliste oben rechts, um automatisch zum Einsatzort zu springen. Okay. Alles klar, Leute, bevor wir das jetzt machen, würde ich an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Dann kann ich das erstmal schnell produzieren und hochladen. Ich nehme nämlich auch heute auf, wo die Folge hochgeht, ne? Und dann ist sie dann schön schnell oben. Wie gesagt, denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback, wenn ihr mehr dazu sehen wollt. Und wenn es gut aussieht, dann haue ich vielleicht heute auch noch die zweite Folge raus, ne? Und vielleicht machen wir auch noch schon übers Tut hinaus, legt man dann mal richtig mit den richtigen Missionen los. Ich finde es bislang ganz witzig, muss ich sagen. Ich finde es ganz cool. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ihr genauso seht. Also, ne, macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüssi.